Gibt's was Neues? Der Bastard arbeitet für die Royal African Company. Los, erzähl es ihm. Ich habe die Princess gut 8 Wochen nicht mehr gesehen. Das heißt, sie kommt vielleicht bald zurück. Was noch? Ich dachte, der Nigger gehört den Männern, die heute früh schon nach der Princess gefragt haben. Also sagte ich ihm... Was für Männer? Ein sehr überheblicher Seemann. Und einer mit einer Narbe, genau hier. Wo kann ich die finden? Kampieren hier um die Ecke, sagten sie. Ich bin es satt, deinen Fantasien nachzujagen, Edward. Und die Crew auch. Halt durch, Mann. Wir nähern uns. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Black Flag. Ja, in der letzten Folge ist es mal wieder so gekommen, dass wir, dass wir da ein Weilchen verloren gegangen sind, seit wir das Kanu oder das Fischerboot gefunden haben und von der Insel gekommen sind, nachdem wir Charles Wayne getötet haben. Und ja, wir haben unsere Jackdaw wieder. Und auch wie wir sehen können, ist Edvale wieder da. Und wir hatten in einer Sequenz, die ich hier leider nicht mehr zurückverfolgen kann, und dazu, der ich nicht mehr zurück kann, haben wir von Mary Read, beziehungsweise alias Kit, nochmal die Aufforderung bekommen, sich mit den Assassinen zusammenzutun und dann gemeinsam nach dem Observatorium zu suchen, beziehungsweise nach diesem Weisen, nach diesem Roberts, der zu diesem Observatorium findet. Ich meine, es würde ja Sinn machen, weil wir laufen hier die ganze Zeit rum wie so ein Assassine, aber Edward hat irgendwie noch das Bedürfnis, sich an das freie Piratenleben zu ketten. Er träumt immer noch von Ruhm und Freiheit und Wir hatten ja, bevor Fetch leider sein Ableben beziehungsweise bevor es zu seinem Ableben kam, teilte er uns die Information mit, dass sich der Weise in Kingston aufhalten würde. Und jetzt haben wir die Information gehalten, dass wir auf ein paar alte Freunde finden, nämlich Hornigold, den Piraten, der sich, der das Palais annahm, und Rogers, den Templar. Die Sache ist, wir geraten schon wieder an die Templar. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken. Stopp! Ja. Oh. Nein! Ach. I've got a dead line on him. Help! You can't outrun fate. Here's a wee hiding spot. So, dann haben wir die schon mal ausgeschaltet und machen einmal einen auf den hier. Wett. So. Habt ihr die Männer alarmiert? Die Zeit ist knapp. Ei, 2 Soldaten warten bei der Kreuzung auf uns.
Das ist gut. Wenn die Frage erlaubt ist, Sir. Was hat es mit den Blutstropfen auf sich, die ihr mitnehmt? Top. Wenn man das Observatorium nutzen will, um, sagen wir, King George auszuspionieren, bräuchte man dazu einen Tropfen vom Blut des Königs. Mit anderen Worten, ein kleiner Blutstropfen gewährt uns Einblick in das Leben eines Mannes. Will Taurus mich denn ausspionieren? Ich gab ihm nämlich auch etwas von meinem Blut. Wie ich auch, Captain Hornigold. Das tun alle Templer, um Verschwiegenheit zu sichern. Und Vertrauen, schätze ich. Ja, aber keine Sorge. Taurus ließ unser Blut in einen Templerunterschlupf in Rio de Janeiro bringen. Wir sind nicht die ersten Ziele des Observatoriums, das versichere ich. Scheiße. Schätze, es ist ein kleiner Preis für das, was ich im Gegenzug von den Templern erhielt. So ist es. Als ihr in Madagaskar Piraten gejagt habt, Gouverneur, was brachte euch den Erfolg? Ich glaube, es war mein Charisma, das sie überzeugte. Gewalt und Drohungen sind immer nur der letzte Ausweg. In Madagaskar ließ ich den Piraten die Wahl. Das Pardon anzunehmen und arm aber frei nach England zurückzukehren, oder aber der Tod durch den Genau wie hier in Nassau. Genau so. Nur schade, dass Commodore Chamberlain meinen durchschlagenden Erfolg nicht erleben durfte. Diese Schadenfreude ist mir neu, Rogers. Manchmal hat man sie sich verdient, nicht wahr? Das sieht mir jetzt nicht so pralle gerade. Habt ihr die Männer alarmiert? Die Zeit ist knapp. Ei, zwei Soldaten warten bei der Kreuzung auf uns. Das ist gut. Wenn die Frage erlaubt ist, Sir, was hat es mit den Blutstropfen auf sich, die ihr mitnehmt? Taurus sagte, das Blut wird benötigt, damit das Observatorium funktioniert. Wie meint ihr das, Sir? Wenn man das Observatorium nutzen will, um, sagen wir, King George auszuspionieren, bräuchte man dazu einen Tropfen vom Blut des Königs. Mit anderen Worten, ein kleiner Blutstropfen gewährt uns Einblick in das Leben eines Mannes. Will Taurus mich denn ausspionieren? Ich gab ihm nämlich auch etwas von meinem Blut. Und Vertrauen, schätze ich. Ja, aber keine Sorge. Taurus ließ unser Blut in einen Templerunterschlupf in Rio de Janeiro bringen. Wir sind nicht die ersten Ziele des Observatoriums. Das versichere ich. Hi, Sir. Schätze, es ist ein kleiner Preis für das, was ich im Gegenzug von den Templern erhielt. So ist es. Als ihr in Madagaskar Piraten gejagt habt, Gouverneur, was brachte euch den Erfolg? Ich glaube, es war mein Charisma, das sie überzeugte. Gewalt und Drohungen sind immer nur der letzte Ausweg. In Madagaskar ließ ich den Piraten die Wahl. Das Pardon anzunehmen und arm aber frei nach England zurückzukehren, oder aber der Tod durch den Strang. Genau wie... Diese Schaden. Manchmal hat man sie sich verdient, nicht wahr? Das war aber ein bisschen spektakulär hier.
You've had enough. Just listen to you. Savages. I want no trouble, friend. Man ist ein bisschen angespannt, weil ich möchte jetzt auch nicht 10 Folgen jetzt hier davon machen, wie ich jetzt hier den jetzt hinterherlaufe. Und das wird gleich noch schwierig genug. Gut hin. Großmeister, willkommen. Buenas noches. Was habt ihr erfahren? Die Princess wurde vor 6 Wochen von Piraten gekapert. Und soweit wir wissen, war Roberts, der Weiße, noch an Bord. Sehr gut. Das ist doch mal gut. Und welche Maßnahmen ergreifen wir, um den Piraten die Princess wieder? Captain Hornigold schickte einige seiner besten Männer, um den Weisen zu fangen. Und wo befindet sich der Weise jetzt? Wisst ihr es? Afrika, Eure Exzellenz. Afrika? Bei Gott, die Winde sind dieser Route nicht geneigt. Ich pflichte euch bei, Großmeister. Ich könnte selbst hinsegeln. Eine meiner Sklavengaleeren könnte die Überfahrt sicher schnell bewältigen. Sklavengaleere? Kerl, ich bat euch doch, diese kranken Vehikel abzuschaffen. Ich sehe keinen Unterschied darin, einige Männer zu versklaven oder alle. Unser Ziel ist es, den Kurs der gesamten Zivilisation zu steuern. Richtig? Ein versklavter Körper verleitet den Geist zur Rebellion. Aber versklave den Geist und der Körper wird folgen. Das ist effizient. Wohlgesprochen, Großmeister. Nein! Ah, verdammt. Das ärgert mich jetzt ein wenig. Okay. Und welche Maßnahmen ergreifen wir, um den Piraten die Prinzessin wieder abzunehmen? Captain Hornigold schickte einige seiner besten Männer, um den Weisen zu fangen. Und wo befindet sich der Weise jetzt? Wisst ihr es? Afrika, Eure Exzellenz. Afrika? Bei Gott. Die Winde sind dieser Route nicht geneigt. Ich pflichte euch bei, Großmeister. Ich könnte selbst hinsegeln. Eine meiner Sklavengaleeren könnte die Überfahrt sicher schnell bewältigen. Sklavengaleere? Capt, ich bat euch doch, diese kranken Vehikel abzuschaffen. Ich sehe keinen Unterschied darin, einige Männer zu versklaven oder alle. Unser Ziel ist es, den Kurs der gesamten Zivilisation zu steuern. Richtig? Ein versklavter Körper verleitet den Geist zur Rebellion. Aber versklave den Geist und der Körper wird folgen. Das ist effizient. Wohlgesprochen, Großmeister. Faster, lads! We're losing ground! Alter! Erinnerte mich. Wo in Afrika suchen wir genau? Principe, Captain. Eine kleine Insel. Wir entsandten 2 unserer Besten.
Burgess und Cockrum. Freibeuter mit schnellen Schiffen und starkem Willen. Edward Kenway! Welch eine Überraschung, deine Jackdaw hier vor Anker zu sehen! Hast du gehört, was du hören wolltest? Rettest du nun den Weisen aus unseren gierigen Händen? Hol dich die Pest, Verräter! Du hast uns hintergangen! Weil ich einen besseren Weg fand. Bei den Templern herrscht Ordnung, Disziplin, Struktur. Doch dir fehlt jeder Sinn für dergleichen. Mach's gut, alter Freund. Wer du einst ein Kämpfer warst, du kämpftest für etwas Wahres. Etwas Größeres als dich selbst. Oh, Mann. Ja. Aus der Zone entkommen. Okay, kriegen wir hin. Aus dem Gebiet entkommen. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Irgendwie kriegen wir das hin. Wartet kurz. Ich kann euch helfen zu verschwinden. Welche Überraschung. Also ist Hornigold ein Templer geworden. Also was heißt das? Er geht zu den Templern und wir werden uns jetzt den Assassinen anschließen. Ich weiß nicht, in den anderen Teilen sind mir die Assassinen immer sehr sympathisch gewesen. Guten Tag, Captain. Captain im Ruder. Ja, Captain im Ruder. In See stechen, schnell Reisemenü öffnen. Wo wollen wir denn hin? Kommt drauf an, wo die. In See stechen. Wir stechen jetzt in See und dann gucken wir gleich, wie wir gleich zur Hauptmission ankommen. Segel heißen, los geht's! Na, no. Gucken wir mal alles. Hinkommen. Now you're ready to sail for the horn. We're all in gold. Our boots and our clothes are all in the porn. We're all again randy dandy. Heave a port, oh, heave away, away.
down in their frocks. Leave all the king randy dandy, oh. Heave a port, oh, heave away. Hey, hey, roll and go. The anchor's on board and the cable Ja, ich bin gerade auch so ein bisschen, ja, es wird jetzt interessant, wie sich das jetzt hier entwickelt. Ich habe ja schon vor ein paar Folgen angesprochen, dass es ja in den bisherigen Teilen immer um diese komischen Edenapfel gibt. Die irgendwie von einer anderen Zivilisation kamen und den Menschen, die dies in die Hände bekommen, unendliche Macht gibt. Aber das Observatorium scheint kein Edenapfel zu sein. Das heißt, ist es etwas Neues, was die Zivilisation hinterlassen hat, oder... Ich weiß es halt nicht. Ich denke aber mal, wir werden da gleich, ja, gleich wieder kommen, dass wir uns wieder, dass wir nicht ausgerüstet sind. Aber ich denke mal, wir schaffen das. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen schon mal ein bisschen langsamer. Und würde einfach sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben und dann würde ich sagen, bis zu einer neuen Folge Assassin's Creed Black Flag.